Zuletzt bei Zelda The Adventure of Link 2. Nachdem wir beim letzten Mal die Kerze erhalten haben, können wir nun die tiefsten und dunkelsten Höhlen bereisen, die Zelda 2 zu bieten hat. Dabei stoßen wir auf viele Monster und viele twickige Stellen, wo wir hier rüberspringen mussten, dennoch schafften wir es recht gut, uns fortzubewegen. Als wir denn schon durch waren durch die Berge, kamen wir zu einer kleinen Stadt am Rande der Karte und dort schauten wir uns um, ob wir eine neue Magie finden können. Leider schweren Herzensmut haben wir diese Stadt hinter uns gelassen, weil dort bisher noch nichts für uns gab. Dementsprechend sind wir aufgebrochen zum nächsten Dungeon. In diesem Dungeon sahen wir sehr viele neue Kreaturen, sehr viele neue Challenge-Räume und mussten versuchen, dort durchzukommen. Um ehrlich zu sein, war es ziemlich schwer, durch diesen Dungeon zu kommen, weil mit unserem derzeitigen Levelstand waren wir sehr weit unter dem Durchschnittslevel vom Spiel. Trotzdem haben wir es irgendwann geschafft, sowohl das Item als auch zum Boss des zweiten Dungeons zu gelangen und den mit ein paar saftigen, konzentrierten und schmackhaften Schlägen kaputt zu machen. Doch wie wird es jetzt mit dem nächsten Dungeon aussehen? Auf geht's, wieder zurück in die Stadt und wir haben ein kleines Problemchen, wie es ihr anscheinend schon hört. Der gute Hades ist verschwunden. Wir haben wohl ganz übles Problem, denn Hades wurde, so wie ich mitgeteilt bekommen habe, von Ganondorf eingenommen. Und jetzt müssen wir ihn versuchen wieder zu retten. Also bedeutet es, wir müssen erstmal versuchen, alle weiteren Dungeon alleine zu packen, ohne die Hilfe von dem lieben Hades. Doch ob ich's packe, ist die zweite Frage. Dementsprechend werde ich mir jetzt eine neue Magie holen. Nämlich, wir haben ja im letzten Part noch ein bisschen abgequatscht, dass es hier eine wunderschöne Sache gibt, die man noch holen kann. Und dazu müssen wir ja von dieser guten Dame hier, wenn sie mal stehen bleibt, ihr Spiegel suchen. Und der Spiegel befindet sich ganz typischerweise natürlich nicht auf der Weltkarte irgendwo, sondern bei diesem Tisch. Ja, soll ich dazu noch irgendwas sagen? Nee, ne? Brauche ich nicht. Jedenfalls können wir jetzt mit diesem Spiegel wieder zurück zu der guten Dame gehen und kriegen die Magie, die wir brauchen. Kraft ist es nämlich. Oh, du hast meinen Spiegel gefunden. Folge mir. Gerne doch. So, ich hoffe, du kannst mir jetzt eine neue Magie beibringen, die wir benötigen, um in den dritten Dungeon aufbrechen zu können. Oh ja, benutze diese Magie. Oh, und der will... Was? Live? Okay. Ich hätte jetzt gedacht an, an Kraft. Aber so können wir es halt auch machen, ne? Aber ich hätte auch kein Problem. Ich weiß nur nicht, was live macht. Wisst ihr was? Wir können es mal ausprobieren. Ich glaube, wenn wir mal so und so drücken... Ach, wir füllen uns nur auf? Das ist doof. Ich habe jetzt wirklich erwartet, da muss irgendwas anderes passieren. Ja, nicht so schlimm. Wir gehen uns erstmal kurz nochmal heilen. Also unsere Magiepunkte heilen natürlich. Und dann muss ich mal gucken, wie es hier weitergeht. Irgendwie fehlt uns ja irgendwas noch, um weiterzukommen durch die Steine, wisst ihr? Weil ich möchte gerne schon Hades retten von Ganondorf, aber wenn wir schon hier nicht mehr weiterkommen, ist schon schwierig. Oh, warte mal, hier gibt's auch noch ein Haus. Wer bist denn du? Ach, es gibt noch auf der anderen Seite des Flusses eine Stadt. Ja, gut. Gut, in diesem Fluss sollten wir nicht nochmal abbiegen. Ich muss mal schauen, ob es hier irgendwo noch weitergeht. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Lösung dazu, um diese Steine zu zerstören. Also, meine Lieben, ne? Ihr wollt nicht wissen, wo man lang muss. Oh mein Gott. Aber man soll hier irgendwo da dieses Haus finden, ja? Dieses Haus soll man finden. In diesem Mann brauchen wir. Bargo ist sein Name, ist mein Name. Du darfst jetzt über das... Achso, schau mein Note to Riverman. Ach, wir dürfen jetzt über das Flüsschen von Saria gehen, wahrscheinlich. Ich sagte zunächst, es war fast random, aber hey, warum nicht? Kann man ja mal machen.
So, und jetzt können wir mit dem Herrn hier hinten sprechen, der uns jetzt hoffentlich einen Durchgang erbaut. Weil, du kennst Bargo, dann darfst du jetzt hier rüberkommen, über den Fluss. Endlich! Glücklicherweise können wir jetzt nicht mehr ins Wasser fallen. So, wer ist denn hier? Noch so ein Typ? Ah, vielleicht, falls man zurück muss. Okay. Verstehe. So, dann schauen wir uns jetzt in diesen Stadtabteil um, obwohl ich glaube, das war's schon. Dein Ernst? In diesem Tunnel geht's nämlich weiter. Und, was? Oh nein, sag nicht, das ist so ein... Oh nein, das wird ein Labyrinth sein, Leute. Ja, genau. Das kann jetzt lustig werden, Leute. Ha! Nice. Also nee, jetzt mal ernst. Oh mein Gott. Ja, läuft bei mir. So, und was wir hier finden, ist hoffentlich der Hammer oder irgendwas, was wir mit den Steinen machen können. Ich möchte echt nicht mehr so ewig hier rumboxen, ohne irgendwie... Nee, lass mal da liegen. Rumboxen ohne... Gott. Ohne, dass wir hier nicht weiterkommen. Und dass die Steine noch vor unseren Köpfen liegen. Oh, nein! Okay, wartet. Sehr gut, jetzt können wir nochmal eins runtergehen, ja. Gut, hat gut funktioniert. Wir sind schon bei der Hälfte der Lebenspunkte nur noch. Als ob, Alter. Nein, du Schleim! Oh, verdammt. Einfach ignorieren und durch. Nein! Oh! Das gibt's doch nicht. Stirb doch jetzt endlich! Oh, du nervst. Alter, was für ein hässlicher Gegner, ey. Oh, Mann. Ich bin halb tot, ey. Dein fucking Genius. Ja, ist klar. Freunde, dann gehen wir mal da lang. Mal sehen, ob wir durchkommen. Oh mein Gott. Ah. Nein. Oh, Alter. Gar nicht übertrieben oder so. Oh, verdammt, ey. Schon über die Hälfte der Leben wieder verloren. Als ob. Was ist denn mit dem Spiel los? Das ist ja schon fast nicht mehr normal. Ja, genau. Ja, Link. Du sollst auch diesen Schleim treffen. Ah, ich habe eine Idee. Warte mal. Ja, perfekt. Dann holen wir das mit. Können uns danach wieder voll heilen. Perfekt. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Oh, da kann ich ja erstmal heilen, ne? Es ist doch... Boah, nee. Also gerade zeigt uns der Weg nur geradeaus an. Solange wir nur geradeaus müssen... Oh mein Gott, ist alles in Ordnung. Hallo! Oh. Ey, kannst du mir nicht erzählen. Ja, ist klar, mein Freund. Ciao. Dankeschön. Besser als 50 Mal gegen die zu kämpfen, ganz ehrlich. Oh, jetzt kommt ein roter Schleim auch noch. Aber die sind auch easy zu besiegen.
Oh mein Gott, da kommt so ein Oschi. Den können wir nicht einfach so überspringen, ne? Kannst du mal aufhören zu schlagen? Hey, komm da nicht mehr rüber. Wie soll man den besiegen? Ey, willst du mich rollen? Ey, das ist doch krank! Als ob. Ja, ich habe genau ein Leben. Ey, ich bin durch. Wie soll ich denn das machen? Ich sterbe. Meine Güte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Als wenn. Also. Das Spiel will mich fertig machen hier. Ja, alles klar. Oh, du kleiner Lutscher, Mann, jetzt stirb. Da ist noch so eine Heilung. Oh mein Gott. Okay, Leute, wir sind gut am Start wieder. Wir sind außerhalb. Yeah! Ich freue mich über jede kleine Strecke, die wir geschafft haben. Weg, 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 weg. Bloß rein da. Achso, habe ich die Magie wieder resettet, bevor ich, naja, noch im Struggle komme. Oder ich nehme... Wait. Oh, ja. Okay. Komm schon. Alter! Krank. Immer noch. Nee, ich sehe eine Feuerfledermaus, Leute. Nee. Nee. Oh, ich bin so krank. Ich muss dahin. Oh, Alter. Das Spiel bringt mich noch um. Jetzt kommen so eine Hüpfenden. Können die hoch eigentlich? Ja, die können hoch. Nein, du sollst töten, Link. Oh mein Gott. Mhm. Nee, warum? Was mache ich denn jetzt? Aua. Ach du meine Güte. Ja, okay. Schön. Und nun? Verdammt. In der Hoffnung, dass alles passt. Gut, dann machen wir halt mit vollem Leben, weil, ja, das ist ein bisschen crazy, oder? Finde ich auch. Warte, warte, dich mache ich jetzt weg. Ich hab die Schnauze voll von dir. Oh mein Gott, wie viel Leben der abgezogen hat. Scheiße, wollte ich nicht. Mini Jump Man. Easy. Ey, wo... Wir brauchen doch irgendwas, müssen wir da noch bekommen. Oh, geh weg, ey. Oh mein Gott. Junge! Oh, Link. Einfach rauf. Einfach rauf, Mann. Wir haben den Hammer. Oh Mann.
Wir müssen jetzt die ganze Chose wieder zurück. Wie soll ich denn das überleben? Also wie gesagt, ne? Glücklicherweise haben wir herausgefunden, ich und Hades, beim letzten Mal, dass wenn wir sterben, nicht alles wirkliche komplette Spiel neu anfangen, sondern nur am Start wieder loslaufen müssen. Das bedeutet, wenn wir hier Game Over gehen komplett, ist es egal, ob wir... Oder wo... Ja doch. Ob wir Game Over gehen, ist egal, weil wir landen so oder so wieder da, wo wir sein sollten. Und ich glaube, ich muss den doch besiegen. Übertreib halt mit eurem Fledermäuschen. Spiel, Game Design und es macht Riesenspaß. Ha. Es war jetzt eigentlich nur intuitiv und ich dachte mir so, ach, probier ich mal einfach aus. Dass das funktioniert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Cool. Ey, nee, mega nice. Wo landen wir jetzt so? Ah. Wo geht's eigentlich hier drüben lang? Oh mein Gott. Ah, verdammt. Oh, ich bin heute aber... Das war ja jetzt schon wieder nicht so klug, was ich gemacht habe. Hey, wo sind wir jetzt? Hä? Oh mein Gott, hä? So, hier von der Brücke müssen wir rüber, aber ganz ehrlich, ohne Leben mache ich das nicht. Und Schild. Oh mein Gott! Als ob. Wer sind denn die ganzen hier? Und was ist diese Brücke? Was macht die? Okay, Bläschen ausweichen, habe ich das Gefühl. Oh nein. Ja, 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 ja. Nein! Hör auf damit. Okay, dieser Shield-Zauber ist einfach OP. Okay, Leute, ich weiß überhaupt nicht, wo wir sind. Ich gehe aber jetzt den Außenweg entlang. Um den Friedhof herum. Ah, ich muss ja jetzt auf die Straße. Ah. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm wie Friedhof. Aber wir können uns merken, Friedhof können wir trainieren. Beim Friedhof werden die Aua definitiv stärker sein. Und wir können jetzt hier durch, ne? Ach, das zählt nicht als Straße. Ah. Sehr gemein. Und wir können jetzt ab sofort auch hier hoch. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal den hier Eingang offen. Denn hier gibt es auch noch ein wunderschönes Versteck für irgendetwas. Oh, jetzt kommt der Boomerang-Typ wieder, ne? Ja, komm weg. Ausgewichen, würde ich mal behaupten. So, wo ist... Das ist das Herzteil! Yes! Das wollte ich haben. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Oh mein Gott. Da hinten ist ja noch was, stimmt. Oh, ich bin durch, okay. Oh. Diese Fische, ne? Ey, das ist krank. Das ist krank. Ah, verdammt. Nein, jetzt kommt der Fischer hochgesprungen. Okay, sehr gut. Alter, willst du mich rollen? Hier muss ich so durch. Also das geht nicht anders. Das ist zu heftig.
Sven. Und noch einer. Als ob nicht einer genug wäre, weißt du? Danke für die Magie. Und was ist das jetzt? Lol. Cool. Und was bekommen wir, wenn wir jetzt hier durch diese Kirche gehen? Also um ehrlich zu sein, wollte ich das nur ausprobieren, weil da oben war halt... Da war es wie eine Tür, ne? Man muss ja irgendwie hochkommen. Okay, und was machst du jetzt so? When you jump and press down, to step. Was? Ich steche, wenn ich nach unten drücke? Oha, das Spiel wird ja doch noch sehr innovativ. Cool, jetzt können wir ja noch mehr Attacken machen. Okay, das ist cool. Das muss ich schon zugeben. Das ist mega. Aber deswegen bin ich eigentlich nicht hergekommen. Wir haben jetzt dieses Wasser erhalten. Lass mal uns erstmal aufheilen gehen. So, und da ich keine Lust habe, ewig zu warten, gehen wir einfach mit der Oma nochmal rein. Okay, und denn, wo ist... Bist du das vielleicht? Sag mal. Das Wasser des Lebens. Ah, komm schnell. Sie war die richtige Person, die wir ansprechen müssen. Wir kommen schon immer wieder einen Schritt näher. Irgendwann können wir uns Hades wieder befreien. Diese Magie wird dir mehr Power geben. Oh. 40. Fairy. Fairy heißt doch Fee, oder nicht? Bin ich jetzt irgendwie falsch? Na gut, wenn sie mehr Stärke gibt, umso besser. Dann sollten wir ja richtig reinhauen können. So, das war auf jeden Fall das. So, beim Friedhof hatten wir ja auch noch irgendwie... Oh, Glück gehabt. Im Friedhof wurde uns ja auch gesagt, dass irgendwo was sein soll. Und mir kommt die Stelle natürlich besonders komisch vor. Und was ist das, gute Dame? Das ist der King's Tomb. Mehr nicht. Mehr nicht? Da sollten wir zwar hin, aber hä? Ist hier echt nichts mehr? Oh mein Gott. Oh, die ziehen ja uns Erfahrungspunkte ab. Oh. Ja. Ja. Hallo. Was ist das denn? Hä? Ich verstehe das Spiel gerade überhaupt nicht. Wo bin ich? Ich hab gar keinen Plan mehr. Ich hab überhaupt keinen Sinn mehr in diesem Spiel gerade gefunden. Was? Ganz ehrlich, dann probiere ich das mit der Fee. Was ist denn das für ein Zaun? Gut, dass das schon mal funktioniert, dann kommen wir wenigstens so weiter. Aber ey, fragt mich nicht, was die Logik dahinter ist. Oh, dieses Insektending hier. Wenn jetzt noch Hammerbrüder dazukommen, dann bin ich gleich raus. Warte, hier ist ein Tempel. Was? Oh, oh, das Ding rettet mich doch. Hä? Okay, krass. Gut, dann sehe ich wieder gut aus. Kleine Information, nimmt ein Schild mit. Oh mein Gott. Kleiner Lutscher. Oh, sehr gut. So, können wir den besiegen? Ey, wir haben fast kein Leben mehr. Nein! Oh mein Gott! Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. Als ob. So, weg mit euch. Ungeziefer.
Oh mein Gott. Nein! Oh. Egal, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Was für Spinner hier rum... Ah, klar. Ich hab das Gefühl, pro Raum wird's immer kranker. Nö. Nö, nö, nö. Renn, 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 renn. Link, 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 link. Oh mein Gott, warte mal, eine Heilung. Warte, warte, warte. Wir können jetzt den hier machen, den hier mitnehmen. Stück für Stück kommen wir immer weiter voran. Das ist ganz gut. Oh mein Gott. Was ist, wenn wir eigentlich hier unten weiter graben? Da hinten ist noch ein Beutel. Und so ein Riesentyp. Ich überlege, ob ich dafür eine Heilung verwende, um den zu besiegen. Oh mein Gott. Ich komme hier nicht mehr raus! Als wenn. Doch! Oh, sehr gut. Aber Problem ist, ich komme jetzt da hinten nicht mehr hin. Oh, nee. Wow, jetzt kann ich immer zurücklaufen. Ich möchte nämlich keine Magie verwenden, willst du? Ich hoffe jetzt einfach, die Straße ist wieder da. Perfekt. Komm noch her! So, und jetzt holen wir den Typen. Wollen wir lieber ein Schild verwenden? Ich weiß nicht, aber... Ja doch, komm. Ich will den weg haben. Ah! Mann! Dieser Bengel! Oh, er ist tot. Danke für nichts. Ey, das gibt's nicht. Ich hab kein Leben mehr, Leute. Wir sollten hier weitergehen. Als ob ich den unten frei mache, weißt du? Ja, genau. Nee, du, auch den Kampf vermeide ich. Ah, da kriegen wir hin, ohne Kämpfe. Und ohne, dass der uns trifft. Okay, wir brauchen den Jump-Move. Oder wir machen den hier. Warte mal, kannst du nicht mitkommen und hier runterfallen? Ha! Verarscht. Aber wir kommen ja trotzdem hier hoch. Als wenn... Aber ich kann die Ebene ein bisschen kleiner machen. Aua! Okay, wartet, wir müssen noch mehr Ebene kaputt machen. Zack. Okay, vergiss es. Gönn dir den Jump-Move und dann hoch hier. Das ist mir sonst zu doof. Als wenn. Wie kannst du vergessen? Hier. Bitte was? Ah! Okay. Dann halt haben wir nur noch ein Leben. Aber was ist das denn? Einfach nicht normal. Oh, sehr gut besiegt. Und nun ein Leben verloren. Oh mein Gott, hau einfach ab. Hau einfach ab, du komische Gedönse. So, Skelett, wie machen wir das da? Wie wollen wir das regeln, mein Freund? Machst du gut, Bruder. So können wir das regeln, von mir aus. So, weiter rein hier. Oh nein. Was sind das denn jetzt? Ja, Bruder. Hallo. Boah. Der zockt uns so nur Erfahrungspunkte weg. Hey.
Oh, ich brauchte das Schild jetzt. Unbedingt. Oh, als wenn... Ey, Freunde, das ist doch kein Spiel mehr. Das ist doch... Also, was haben sich die Leute eigentlich bei der Entwicklung wirklich gedacht? Wollten die wirklich Menschen... ärgern damit? Nächste Rote. Erzähl mir nicht. Aua. Verdammt. Okay, so kriegt man's hin. Wenn jetzt ein Boss kommen würde. Ja! Ich geh einfach durch, Leute. Ist mir so egal. Wir haben jetzt das Schwimmfloß. Müssen jetzt entweder das Leben zurückkommen oder ich sterb einfach ganz schnell. Und ich glaube, die beste Lösung ist einfach, zu sterben. Wir haben einen Schlüssel, null Leben. Oh mein Gott. Nein. Ja, okay, das war's. So, rechts hatten wir jetzt den, ah, was waren das da, hab den Namen wieder vergessen von der Sache, die wir geholt haben, den Floß. Dann nehmen wir mal auf der anderen Seite lang und gucken wir uns da um, ob wir da noch was finden. Oh mein Gott. Nein. Boah, diese Hunde, ne? Das Spiel ist mega oh mein Gott. Ach so, natürlich. Ich hab den besiegt. So, wir gehen mal nicht unten lang. Wir gehen mal weiter. Oh mein Gott. Ja, genau. Oh, Bruder, nee. Das muss nicht sein, du. Ja, ich bin durch. Oh mein Gott. Shit. Oh mein Gott. Ja, ist klar, ey. Was ist denn das? Das ist zu krank. Das ist zu crazy, Leute. Das überlebt doch kein Mensch. Ich bin schon wieder fast tot. Oh mein Gott. Alter, lass mich hier raus, bitte. Ja, das war's, glaube ich, ne? Wo lande ich, wenn ich tot bin? Okay, ich bin drüber. Ich bin drüber, ist mir egal bei dem Typen. Oh mein Gott. Jetzt heißt es Aufzug runter. Und hier durch. Hier nehme ich mal den Jump mit. Nein. Skelett, wir wollen mal nicht knuddeln, weil ich hab das Gefühl, da kommt noch einer. So, was müssen wir hier machen? Gehen wir den unteren Weg erstmal lang. Oh, da ist
Der Glotzkopf. Aber den kann man noch nicht runter oder so, ne? Oder kann man den irgendwie nicht... Man kann keine Blöcke von unten... Ach komm. Warum gibt's denn die Blöcke überhaupt? Nee. Halt, muss doch gehen. Mann, ich will jetzt nicht. Das kann doch nicht sein. Auch das Schild. Er ist weg. Er ist weg, Leute. Wow. Wohl kann ich dich nicht mit nach unten locken? Ha! Brauch gar nicht kämpfen, Leute. Ich brauch gar nicht kämpfen. Das machen wir einfach so. Oh mein Gott. Wir sind im Bossraum. Was ist mit dem denn los? Alter. Ja, ein Treffer. Okay, wenn der Boss nur so ist, dann kriege ich es locker hin. Ja, schon noch ein Damage. Alter. Ich bin raus aus diesem Dungeon. Was tue ich mir eigentlich da an? Ich kann es euch nicht sagen, Leute. Ich bin schon wieder komplett am Ende. Aber der Tempel auch. Und wir sind damit auf dem Pfad des vierten Tempels und holen uns bald Hades wieder ans Board. Ich hoffe, wir finden ihn bei Ganondorf und bekommen ihn auch wieder zurück. Gut, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr auch gerne abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und ciao.